Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowriot und ich begrüße euch zur 103. Episode dieses City Skylines After Dark Let's Plays. Kleiner Rundumblick, kleiner 360. Ja, wir haben ja nun seit 3 Episoden diese Kachel hier oben und ich ergänze wie bekloppt hier, um, ja, ich sag mal, das Straßensystem so wie ich es gerne hätte hier anzupassen. Und habe jetzt an und für sich auch alle Straßen gebaut. Musste aber auch eine ganze Menge dafür wegknacken. Zum Beispiel das schöne Autobahnkreuz, was hier war. Und nun haben wir hier oben im Norden überhaupt ja keinen Autobahnanschluss, was sicherlich verkehrsmäßig ein absoluter Exitus ist. Diese Kreuze hier werden, wenn ich die Zeit laufen lasse, mit Sicherheit innerhalb von kürzester Zeit überlastet sein. Ja. So, die Frage, was machen wir hier oben? Bin hin und her gerissen. Es gibt jetzt so viele Ecken, an denen ich fummeln kann. So, wie hatten wir das dann eigentlich hier mit den Schienen? Kannst du ja auch nicht einfach so drauf losbauen, da musst du ja auch eine Birne machen. Wie hatte ich denn das gemacht? Was für eine Birne hatte ich mir seinerzeit gemacht, als ich die Schienen gebaut habe? Okay, um die Schiene hier anzuflanschen, muss diese Straße auf jeden Fall weg. Diese Brücke vielmehr. Ich glaube, der Strom, der wird nicht stören. Jetzt sieht auch alles ein bisschen krumm und schief aus hier. Ist die Straße durch hier, das heißt, den hier können wir erstmal stehen lassen, obwohl, nee, Quatsch. Erstmal alles wegballern, was stören könnte. Gut, sind wir hier an der Schiene wieder dran. Machen wir den auch nochmal weg. Stück angefangen. Dann es geht überirdisch. Das ist hier noch die Mitte. Die machen wir einfach mal gerade. Das können wir hier immer noch ranfummeln, das Kennding. Oh, das hier ist das. Ach, erstmal bei dem Wuling Überblick kriegen. Das ist er hier. Ja. Muss man ihn überhaupt auf der richtigen Höhe? Ja, und ich habe mir keine Lineale gebaut. Ja, Lineale sind insofern wichtig, da wir beim Schienenmalen. Ich das mal zeige. Wir haben ja keine Maßeinteilung. Holen wir das mal irgendwie nach. Na, sit, und das ist sit. Autobahn da oben wird im Weg sein. Ist zu nah dran. Was hat er da jetzt gebaut? Irgendwas.
wir müssen halt eben irgendeinen Orientierungspunkt haben, damit ich die Schiene einigermaßen gerade verlegen kann. Gut. Kein Problem, ich brauche hier auch alle fünfmal, wenn es sein muss. Und warum will das jetzt nicht miteinander? Ach so, weil das Ding ja zu kurz ist. Was soll das denn? Hallo, nicht. Okay, fuck you. Na, jetzt nicht ran, weil jetzt eine kleine Krümmung gibt, aus was für Gründen noch immer. Aber zur Orientierung sollte uns das, eigentlich reichen. Gut, dann gucken wir mal, ob das auch so hilft, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß ja, dass es funktioniert. Wir haben es ja so gesehen schon mal praktiziert. So, wir sind nicht auf Biegung. Wir sollten aber biegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weit weg, dieses Hilfssignal, was ich uns da jetzt gebaut habe. Mano. Ja, auch klar, ist ganz schön weit weg vom Schuss. Andere Seite müssen wir ja auch noch bauen. Das heißt, hier brauchen wir ohne irgendein Lineal. Weil wir da für sich diese Dinge verlängern könnten. Aber wir wissen ja auch nicht, ob das hundertprozentig gerade ist. Hundertprozentig brauchen wir auch nicht, aber sollte schon ein bisschen schön sein. Na, ich glaube, ich habe diese Straße hier zu früh gemalt. Ist ja auch kein Problem. Wir sind ja hier an den Schaltern der Macht. Wir können ja hier tun, was wir wollen. Und an Citizens fällt das ja nicht auf, weil die Zeit geht ja nicht. Aber die Zeit läuft ja nicht weiter. Okay, dann probieren wir mal nochmal. Du kommst mal weg. Durchziehen wir dann hier hin. Hier kommt die Schiene hin. Bup, bup, bup. Hör doch mal auf. Das war schief, das war schief. Newt. Dann werden wir...
den hier weghauen. In Schiene. Was passend gemacht. Und das möchte wieder nicht passen, wegen... Na, ihr seht's. Komisch. Aber das sollte funktionieren. Schiene ist an, biegen ist an. Wir haben hier. So, und schon haben wir die Schiene direkt neben der Straße. Ungefähr so, wie wir uns das auch vorstellen. Also abstandsmäßig. Und dann können wir das Lineal gleich in die andere Richtung verlängern. Dann da wird es ja auch gleich weitergehen. Dann warten wir hiermit, bis wir hier die Straße haben, weil dann bauen wir auch wieder Tunnel und das soll ja dann auch halt wieder schick aussehen. Völlig zerbombt hier mit einer schönen Ecke. Gut, dann das nächste Lineal, bitte. Welches von hier startet? Weg. Das bloß zum Andocken, damit wir die Schiene, die ich in diese Richtung mal auch irgendwo ran docken kann und genau auch die Mitte habe, die Mitte von der Straße und so weiter und so fort. Ich denke, ihr erkennt die Gründe. So. Tja, Flughafen, was ist denn mit dir? Warum bist denn du nun im Weg? Und was? Kann man sowas einfach mal machen? Wenn wir
garantiert ungenau. Ja. Komm mal mit. Wobei, komm mal mit. Ich hatte da irgendwo gelesen, dass man den auch platzieren kann, ohne eine Straße zu bauen. Das steht im Tooltip von dem Ding drinnen und das stimmt nicht. Jetzt einen Millimeter nach links. Vielleicht reicht das schon. Ja. Zeig mal nochmal her. Der Flughafen öffnet im weiter entfernt. Nein, der Tourismus. Der Flughafen benötigt eine Straßenbindung. Kann aber frei auf der Karte platziert werden. Nonsens. Das ist eine Lüge. Geht nicht. Hab da eben gesehen. Gut. Das Lineal. Gut, hier wäre unsere Ecke. Da kommen wir aber leider nicht ran wegen der Landebahn. Gut, Schiene. Wir brauchen noch ein Gebiege. Docken hier ran. Gut. Oh, das ist ja... Gut. 2 Chaos, das müsste ungefähr hier sein. Ein bisschen ungefähr ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Endergebnis an. Ja, können wir mit leben, oder? Könnte schlimmer sein. Ja, weg. Ich muss ja das Ding auch wieder in Betrieb hier irgendwie nehmen. Das war eine einbahnige Straße. Wir waren hier. Wir kommen von unten und da unten ist ja noch ein Stück. Das möchten wir nicht mehr sehen. Den Bagger mal weg. Okay, wir sind im Tunnel. Kommen hoch. Müssen nicht zwingend biegen. Sehr schön. Haben hier unsere Einfahrt. Jetzt gehen wir wieder runter. Verbinden die beiden. Ist die Geschichte erstmal gekittet. Alten Tunnel hier. Ich glaube, die können wir auch erstmal wegnehmen, die verwirren bloß, oder? Und den Hafen muss ich ja irgendwie wieder komplett neu anschließen. Genauso wie die Autobahn und alles andere auch. Das ist ja alles. Knifflig. So. Ihr kommt mal weg. Ne, die Straße muss nicht einbahnig sein. Haben wir den Schiene. Wir gehen ein in den Keller. Und das geht auch. Okay.
Mal wieder in den Keller. Na schön, dann müssten wir an und für sich einen kompletten Schienenkreis haben. Nicht vergessen, wir könnten hier noch den machen. Sind wir wieder hier am Ausgangspunkt. Und weil wir gerade hier sind, schließen wir das Erzeck auch wieder an. Mehr Biegung bitte. Okay. Na, ich sag okay. Im Grunde ist ja noch nichts okay. Weil ich glaube, die Züge sind jetzt hier auch praktisch in einer Endlosschleife. Von außerhalb sind die Züge nicht zu erreichen. Da muss ich mal noch eine Birne machen, wie ich praktisch reinkomme in die Stadt mit Zügen. Aber das ist eher eine kleinere Aufgabe, würde ich sagen. Größere Aufgabe wird dann eher die Sache mit der Autobahn sein. Und die klebe ich da mal jetzt provisorisch wieder ran. Die halt schon da unten irgendwie alle kriegen. Jo, dann gibt es hier ein Fahrtrichtungsproblem. Das merzen wir noch aus. Gut, und dann machen wir für diese Episode Feierabend, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch würde mir super helfen. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.